Yes, back. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich zeige euch heute Schritt für Schritt, wie ihr eine Szenerie gestalten könnt. Und zwar, entschuldigt bitte, es ist Lawnfawn-Zeit, beziehungsweise Lawnfawn-Stars-Zeit. Und dieses Set habe ich mir ausgesucht. Critters in the Desert. Und ich habe verwendet diese Kakteen hier. Dann einmal die Border für Slimline. Die gibt es auch in Normal. Die habe ich auch da. Aber ne, wir haben ja heute eine Slimline-Karte. Und für den Hintergrund, das sind diese Berge, habe ich diese verwendet. Und wenn ihr jetzt mal schaut, dann sieht das ja gar nicht so aus wie das hier. Wie macht man sowas? Ich erkläre euch das. Also zunächst einmal nehmt ihr euch, ich habe hier immer gleich vorgearbeitet. Dazu kommt auch mal ein Video, weil mich immer früher viele gefragt haben, wie schaffst du denn so viel? Ich sag's euch, Vorarbeit, also diese Vorbereitung ist die halbe Miete. Ich habe mir meine Stanze so angelegt und habe bis hierhin gekurbelt. Ja? Bis hierhin. Wenn ihr das sicher machen wollt, dann legt die Platte nur bis hier hin. Ja, dann kommt ihr da nicht drüber. Dann habe ich ein Stück mit der Schere geschnitten. Jetzt muss ich ganz kurz, ja. Und habe mir das letzte Stück dann so angelegt. Ja, seht ihr ja hier. So. So. Ist ja jetzt auch egal, wie weit das jetzt hier reingeht. Und dann legt ihr eure Platte wieder hier an. Ja, ihr guckt, dass das hier so drauf stößt und kurbelt es durch. Und dann habt ihr so eine große Szene. Also, das könnt ihr mit ganz, ganz vielen anderen Hintergrundstanzen machen. Wenn ihr so eine Szene habt und ihr wollt das erweitern. Es geht ganz einfach. Ich denke, das hier ist klar. Ne? Ich habe mir da einfach aus dem nächsten habe ich mir da was ausgeschnitten. Ihr könnt euch das hier so anlegen, tut eure Stanze hier dran, zieht das dann hier weg, haltet die Stanze, fixiert euch das, kurbelt es durch. Und die habe ich erstmal nur ausgestanzt. Also, wirklich ganz, 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 ganz einfach. Jetzt kommt wieder unsere Matte zum Einsatz hier. Und wir machen erstmal unseren Hintergrund. Das sind meine Figürchen für heute. Ne? Habe ich einiges ausgestanzt. Sieht man jetzt, naja, sieht man jetzt nicht richtig, aber ihr seht es ja nachher. Und für meinen Sonnenuntergang nehme ich mir natürlich dementsprechend Farben, die ja so Sunset-mäßig, ja, so Sunset-mäßig sind. Ich achte jetzt darauf, dass, also ich muss ja nicht von hier unten anfangen, ne, mit meinen Brushes zu arbeiten, sondern ich schaue jetzt muss ich mal gucken. Ich nehme die dunkle Farbe aber nach unten. Oder? Ja. Ihr könnt auch einen Kugelschreiber nehmen oder einen Bleistift und markiert euch hier einfach. Macht euch hier so Striche. Und dann seht ihr, wo ihr anfangen könnt, ne?
Und wenn ihr euch nicht sicher seid, dann geht ihr einfach nochmal her und schaut, ah, alles klar, das passt, ne? Es ist so einfach, also gut, was heißt einfach? Ich habe leider keine Szenariekarten mehr von früher. Natürlich ist es eine Übungssache, ne? Viele sagen immer zu mir, du machst so, so schöne Szenerien, ich kriege es einfach nicht hin. Ihr Lieben, das ist wie alles im Leben, das sage ich immer wieder, es ist eine Übungssache. Ne? Ich kann in das geilste Auto steigen. Wenn ich nicht fahren kann, bringt mir das auch nichts. Das ist wie mit den Alkoholmarkern. Ne? Ich kann mir Copics kaufen, aber wenn ich nicht geübt habe zu kolorieren, bringen mir die Copics auch nichts. Es klingt hart, aber es ist so. Und das ist mit anderen Sachen genauso. Ich denke, da gebt ihr mir recht. So, und jetzt seht ihr diese Bewegung hier, die mache ich gerne auf meinen Hintergründen, also wenn ich mit Distress Oxides, heute sind ganz viele, entschuldigt bitte. Die Erkältung drückt aufs Köpfchen, das ist wirklich so, ich fühle mich total taumelig. Also mit dieser Bewegung, habe ich euch ja schon mal gesagt, könnt ihr toll eure Hintergründe distressen. Ich finde, das verblendet sehr, sehr gut. So. Jetzt überlege ich, möchte ich meinen Hintergrund beträufeln? Nee, möchte ich nicht. Das lassen wir so. Das lassen wir jetzt auch erstmal trocknen. Ihr Lieben, falls ich es vergesse, heute ist ja die andere Woche zuvor, Montag. Für euch ist ja heute eine Woche später. Ich weiß nicht, wie weit das alles ist. Es kann sein, dass ihr es schon woanders gelesen habt dann oder von mir woanders noch gelesen habt. Im Stempelädle gibt es bald das Sassy Club Stempel. Nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst, die erste Hälfte ist angekommen. Guckt da gerne vorbei. Na, nur, dass ihr Bescheid wisst. Nicht, dass ich dann hier Schimpfe kriege. Ich habe nicht Bescheid gesagt. Ne? Also. So, jetzt wollen wir mal gucken. Wie machen wir denn hier den Grand Canyon? Ich gehe auf jeden Fall gleich nochmal mit Braun rein. Ich meine, dass es mal große Bäume gab, ja, das definitiv, da gibt es auch viele Beweise für. Aber ob da mal Teile davon irgendwie, das soll irgendwie miteinander verwachsen sein. Ist eine schöne Vorstellung, ne? Was die Natur so macht, finde ich sehr, sehr schön. Ja, das gefällt mir schon sehr gut, aber ich bin noch nicht zufrieden. Also jetzt guckt ihr einfach, dass ihr hier, ne, so hin und her blendet, bis ihr sagt, oh, ja, das gefällt mir. Hallo. Hi. Hi. Hier müssen wir nämlich gleich was drunter schieben. Da das dann eh geklebt wird, ist das nicht weiter schlimm. Ich nehme hier zur Hilfe meinen Wolkenstencil. Und nehme Vintage Photo.
jetzt ist meine Brushbürste noch nass geworden. Ich könnte doch schon wieder hier. Ach. Mann. So, die müssen wir jetzt erstmal trocknen lassen. Ich habe mir hier so kleine Schlitze reingestanzt. Seht ihr das? Hi. Und da sollen dann später die Kakteen rein. Oder unter anderem. Jetzt machen wir noch unsere Kakteen. Die schneide ich dann eh ab unten. Also die Border benutze ich nicht so. Und ihr seht ja, mit meinem Spellbinder Brushes mache ich hier unten jetzt ja, Schatten. So. Die findet ihr übrigens bei Kreativ Bunt, ne? Falls das irgendjemanden interessiert. So, ihr Lieben, kleben wir das Plan auf oder wollen wir da schon ein bisschen Pop reinbringen? Ich möchte Pop reinbringen. Klar, hallo. Ich nehme wieder vom Action nehme ich das Klebeband. Das kommt jetzt als erste Schicht auf meinen Aufleger drauf. Und dann haben wir so einen kleinen Abstand. Aber, also der ist zwar klein, aber ich finde, der macht schon was. So, jetzt müssen wir aufpassen. Ich habe mir ja hier so eine Dinger ausgestanzt. Und jetzt ist es wirklich so, dass ich die einfach abschneide. Ihr könnt das natürlich auch ganz normal benutzen, ne? Also ihr müsst das nicht abschneiden, aber ja. Ich schaue jetzt einfach, wo meine Kakteen hinkommen. Wo es schön aussieht. Die tummeln sich ja meistens so ein bisschen auf einen Haufen. So. Und den Fuchs,
den möchte ich gerne in die Mitte setzen. Also im Prinzip plant ihr von vornherein eure Szene. Was nehme ich für Stempel? Wie soll meine Szene aussehen? Es ist eigentlich, naja, wie gesagt, wenn ich sage, es ist nicht schwer, ich habe auch ein bisschen gebraucht, ja. Ja. Ich meine, ich mache das jetzt seit 6 Jahren. Und natürlich sahen meine nicht so aus am Anfang. Ja, Leute, mein Gott. Jeder fängt an. Bei jedem sieht es erstmal anders aus. So, der flitzt da hinten rum. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich den dahin stecke oder hier vorne hin. Wir lassen ihn erstmal da. Unsere Schlange, ich weiß nicht, was ich hier koloriert habe. Ich habe im Internet mir Schlangen angeschaut. Die ist auf jeden Fall giftig. Aber ich weiß jetzt nicht, wie die heißt. Hab ich schon wieder vergessen. Ja, den mache ich hier hinten hin. Der bleibt da hinten. So. So. Es ist so niedlich, ne? Ich sag's euch, ich finde das Set so süß. So, und den Skorpion. Wo machen wir den hin? Passt der hier überhaupt noch drauf? Den Stein vielleicht hier so ein bisschen. Oh ja, komm. Der kriegt aber keinen Pop. Huch! Jetzt ist mir meine Schale hier reingefallen. Wo ist sie denn? So, ich hatte irgendwo ausgestanzt irgendwas mit Desert. Ich weiß es. Ja. Ja. Damit ich sowas dann einfach nicht machen muss, wenn ich meine Karten bastle. Ich überlege mal kurz. So, ihr Lieben, ihr seht schon, wo die Reise hingeht.
Ich fand, das sah einfach alles zu leer aus. So, ihr Lieben, ich habe ihn fertig. Ich hoffe, das Kärtchen gefällt euch. Mir gefällt das richtig gut. Ich bin sehr zufrieden. Es ist eine schöne Szenerie, ja, Szenenkarte geworden. Ihr könnt mir ja mal sagen, wie sie euch gefällt. Ich habe gerade geschaut, ob ich hier noch ein bisschen Stickles da habe, aber meiner ist aller. Ich werde mal schauen, was ich hier noch rausbekomme. Ich würde nämlich das hier gerne so ein bisschen glitzern lassen. Wenn nicht, muss ich eine Paste nehmen. Das geht auch sehr, sehr gut. Ja. Ja, ihr Lieben. Liebe geht raus. Küsschen aufs Nüsschen und schaut unbedingt. Ich vergesse das immer am Anfang. Aber das Beste kommt zum Schluss. Schaut unbedingt bei der lieben Lisa vorbei, bei der lieben Luki Mama. Ich verlinke euch wieder alles. Lisa, ich denke das nächste Mal dran, dass ich das als erstes sage. Ich vergesse es immer. Dann bin dann immer so aufgeregt und meine Gedanken sind nur beim Projekt. Ja, naja, so ist das. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich das am Anfang des Videos hinschreibe. Und so habe ich es dann doppelt gesagt. Ne? Doppelt hält besser. So, ihr Hasen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.